smiler makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. 'Cause you got Ladies, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Im letzten Video habe ich euch ja nach Videowünschen gefragt. Viele von euch wollten den Boyfriend-Tag sehen. Den machen wir natürlich gerne. Allerdings sind wir ja erst seit Dienstag dieser Woche zusammen. Und deswegen müssen wir uns jetzt erstmal kennenlernen. Das ist einfach noch zu frisch für den Boyfriend-Tag, weil da muss man ja auch Fragen gegenseitig beantworten, was der eine gerne mag. Und ja, das wissen wir ja noch gar nicht. Wir müssen uns ja erst noch kennenlernen. Aber falls euch interessiert, wie wir uns kennengelernt haben und wie wir zusammengekommen sind, dann machen wir darüber natürlich gerne ein Video. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und wenn ihr den Daily Vlog verpasst habt, in dem wir verkünden, dass wir jetzt zusammen sind, dann werde ich euch den unten in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr euch den nochmal anschauen. Falls es euch interessiert, der zweite Videowunsch von euch, also der zweithöchste Videowunsch von euch war, dass ich euch zeige, wie ich mein warmes Frühstück mache. Das habe ich heute für euch abgefilmt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. An Zutaten braucht ihr Reis. Ich nehme einen Vollkorn-Rundkorn-Naturreis. Den Reis koche ich mir schon am Abend vor. Ich nehme eine Teetasse und die doppelte Menge an Wasser. Hinten auf der Packung steht auch immer nochmal, wie ihr euren Reis kochen müsst. Das hängt natürlich davon ab, welchen Reis ihr jetzt nehmt. Eine Teetasse reicht mir für dreimal. Das heißt, ich koche einmal am Abend Reis vor und kann dann dreimal in der Früh mein Frühstück damit machen. Dann braucht ihr noch einen Apfel. Wenn ihr es im Hintergrund knuspern und knappern hört, das sind die Hasen, die essen gerade ihre Körner zum Frühstück. Etwas Butter zum Anbraten von dem Apfel, ihr könnt aber auch Kokosöl nehmen, wenn euch das lieber ist und ihr keine Butter mögt. Apfel-Mangomark, das bekommt ihr entweder im DM oder im Naturladen. Und zum Schluss ein Päckchen Vanillezucker, ihr könnt euch das Ganze aber auch selbst anmengen mit Rohrzucker oder normalen Zucker, ganz wie ihr mögt. Dann gebt ihr ein bisschen Vanillepulver rein, Zimt, ganz nach eurem Geschmack. Als erstes setze ich immer die Pfanne auf die Herdplatte, gebe die Butter dazu und lasse die schon mal schmelzen. In der Zwischenzeit viertel ich den Apfel und schneide ihn in kleinen Stückchen in die Pfanne. Dann lasse ich das Ganze so ein bisschen anbraten, zwischendurch immer wieder gut verrühren. Dann kommt der Reis dazu, den ich am Vorabend schon gekocht habe. Je nachdem, wie groß eure Portion ist, gebe ich dann noch 3 bis 4 Esslöffel von dem Apfel-Mangomark mit dazu für den Geschmack. Schluss süße ich das Ganze mit Vanillezucker. Und das ist der ganze Zauber. Es geht sehr schnell, ist gesund und schmeckt sehr lecker. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, dass ich endlich ein Frühstück gefunden habe, das gesund ist und das mir noch schmeckt, weil ich kann einfach mit diesen ganzen Müslis und Frischkornbreis überhaupt nichts anfangen. Das finde ich so
eklig. Oh, das ist ganz, ganz schlimm für mich und deswegen ist das für mich jetzt eine ganz gute Variante. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass es mir ohne Sahne schmeckt. Ich dachte eigentlich, ich muss zu dem Reis Sahne machen, aber dann hatte ich die Idee mit dem Apfel-Mango-Mark und das ist so lecker, man braucht keine Sahne oder Milch oder sonstiges. Es schmeckt wirklich unglaublich lecker und es ist warm und es macht satt und man hat was im Bauch und oh, ich liebe das Frühstück und es ist zudem noch gesund und von dem her finde ich es einfach perfekt. Ich mache mir das mittlerweile jeden Tag in der Früh zum Frühstück und es ist auch ganz praktisch, wenn man den Reis einen Tag vorher vorkocht, weil dann geht es einfach schneller und ja, dann muss man sich da nicht groß noch drum kümmern. Falls ihr das Frühstück nachmacht, dann schickt mir doch bitte Bilder mit dem Hashtag. Ja, welchen Hashtag nehmen wir jetzt? Simones Frühstück. Sehr einfallsreich. Also schickt mir Bilder bei Instagram oder Twitter mit dem Hashtag Simones Frühstück. Und natürlich möchte ich unbedingt wissen, wie es euch geschmeckt hat. Falls ihr das ausprobiert habt, dann schreibt mir das auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, dann schreibt unten in die Kommentare, ob ihr ein Video zu unserer Kennenlerngeschichte haben mögt. Und sonstige Videos mit uns beiden zusammen. Da gibt es ja noch so einiges. Mein Boyfriend, das, mein Make-up und so weiter und so fort. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich werde morgen zu meiner Mama fahren. Also morgen ist Samstag. Ich drehe schon alles vor, weil ich das vorbereiten muss und alles. Ja, da werde ich zu meiner Mama fahren und da werde ich mit Stefan ein Video abdrehen. Dieses Mal. Ich weiß nicht, ob meine Mama die Zeit findet, dass sie auch ein Video mit mir abdreht, was ich euch dann am Dienstag zeigen kann. Also lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich hoffe, dass wir es schaffen auf jeden Fall. Ich habe sie schon darauf vorbereitet. Ich habe gesagt, Mama, meinst du, wir haben Zeit dazu? Und sie so, naja, schauen wir mal. Also wir schauen mal, ob am Dienstag ein Video mit meiner Mama kommt oder nicht. Oder vielleicht mit meinem Freund. Wir werden sehen. Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss. Oh, Holly. Guten Tag!